So. Da sind wir wieder. Und vermutlich müssen wir alles nochmal machen. Also auch den Boss. Schade eigentlich. Ja, komm mal her. Sind das nachher die normalen Gegner oder so? Gut, warum bist du schnell? Okay, okay, okay. Mal hier nicht so. Ne? Und wir gehen jetzt direkt speichern, würde ich sagen. Oh, haltet die Händchen. Habe ich euch gestört? Dann tut's mir leid. Oder auch nicht. Hier gab's nichts, ne? Immer noch nicht. Nope. Und die Kiste oben müssen wir uns auch nochmal holen. Aber das war ja nicht das Problem. Und wir warten einfach, bis sie da sind. Ist einfach, kriegen wir keinen Schaden mehr. Oh, dann ist auch schon hinüber. Ach komm, ich muss auch springen. War nicht so smart. So. Falsch. Und wir hier drin. So, wir müssen darauf achten, dass wir gleich an der gleichen Stelle mal springen oder so. Vielleicht klappt es dann. Oh, da ist eine Truhe. Der Hammer. Take. Smash! Okay, diesmal haben wir andere Items bekommen. Schade, keine Suppe. Okay, geschafft. Ich bin zwar jetzt nicht gesprungen an der Stelle, aber bin noch nicht gerannt. Das ist der nächste Bossraum. Achso. Ich denke, drei davon. Achso, habe ich schon aktiviert. Okay. Ah. Hier habe ich auch drei. Verstehe.
Okay. No, geh hoch. Ich hätte mir direkt auf die gehen können. Aber naja, war mir zu unsicher. Das hat natürlich nicht geklappt. Schön. Okay, von da aus wechselt man auf die. Und wenn die dann da. Das ist doch die richtige, oder? Die geht doch jetzt dahin. Hoffentlich. Ich weiß aber auch nicht, was uns das bringt hier, der Schalter. Sehen wir gleich. Oh, ich dachte, er geht weiter. Egal, wir haben es trotzdem geschafft. Können wir eigentlich das Ding ausmachen hier? Nö. Man muss einen Versuch. Wer weiß, vielleicht gab es irgendwelche. Dachte ich, es gäbe irgendwelche Mechaniken, die das noch. Die das Spiel noch nutzt. So, nicht rennen in diesem Bereich, weil ich fall sonst so. Dann wir speichern erstmal. Das halte ich für den, die sinnvollste Option, die wir gerade haben. Wunderbar. Okay. Richtig, hier war's zu. Habe ich schon wieder vergessen gehabt eben. Oh, was jetzt? Nee. Okay, das wird ein richtig harter Kampf, würde ich behaupten. Auch nicht.
Wo ist denn der Feuertyp hin? Wofür habe ich denn jetzt den Trank genommen? Nee. Verschwendung! Das. Ach, ich muss in seinem... Ah, ich muss bei ihm bleiben. Verstehe. Im Dunkeln dürfen wir nicht wandeln. It's too dangerous. Oder kommt bestimmt irgendeine Jump'n'Run-Action gleich noch. Yay. Hey, Awesome Predictor, Nox Rock. Geht's zu Diensten. Wie Majora's Mask, als man die, ich glaube, Schweinemaske bekommen soll, muss man auch so ein Ding verfolgen. Allerdings ist es, ja, es ist auch ein Geist, glaube ich. Wo irgendwas, was fliegen kann. Wo war es, ein Deku? Irgendwas, nee, ein Deku war das, richtig, so ein Butler. Den musste man verfolgen. Das war damals sehr anstrengend. Und zum Deko-Palast, glaube ich, war das. Und dann musste man links, glaube ich, war so eine Höhle oder rechts, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und da hat man dann die Schweinemaske bekommen, mit der man dann Sachen aufspüren konnte. Bin mir aber gar nicht mehr sicher, was genau. Nur der ist hier deutlich angenehmer, weil der deutlich langsamer ist. Nicht wahr? Wollen wir das Ende von dem bei Majora's Mask? War auch so ein langer Gang noch und dann kam man zu so einem Grabmal? Nein, ich weiß es nicht mehr genau. Ist ja auch egal. Aber jetzt kommen die ganzen Erinnerungen wieder hoch da. Was? Oh, schön. Yay. Können wir irgendwann speichern? Ist uns das vergönnt? Ja! Aber haben wir nicht eigentlich 125... Ja, genau, 125 HP. Oh, shit! Das ist doch der Typ aus hier, Star Fox. Okay, ich nehme so einen Arcane-Resistenz-Trank. Ich kann mit dem ja gar nicht verteidigen. Okay, das ist sehr schlecht, dass ich nicht verteidigen kann. Habe ich einen davon jetzt genommen? Oder habe ich nur einen? Egal, so. Wenn wir das nur abwarten wollen, ist es eigentlich relativ okay. Dann kann ich kurz, vielleicht sogar dahin, wo er hin will. Oder auch nicht. Ich mach lieber. Oh Gott. Oh.
sein, du kommst gleich wieder in die Mitte nach dem Schlag jetzt, ja. Wir müssen noch eine Runde überstehen von daher. Und dann schaffen wir es. Ja, der geht eigentlich. Auch, wenn wir ihn einfach auf so Distanz, dann ist er super easy auszumachen. Er hat ja eh vorpositionierte Position, glaube ich. Oder zielt er jetzt direkt auf mich? Ach ja, Verfolgung. Ja, ist klar. Aber durch die hohe Geschwindigkeit haben die wenig Chance, sich selber anzupassen hier. Nee. Ach komm. Er kann es nicht so. Alter. Ida! Wir haben es geschafft. Ich dachte gerade, das wäre es für uns gewesen. 150, geil. Shazad, wer bist du? Mein Name ist Ida, was ist mit dir passiert? Ich war auf der Suche nach dem Übel, welches unsere Insel vergiftet. Kaum betrat ich die Krypta, in der meine Vorfahren ruhen, spürte ich eine dunkle Präsenz, mein Verstand übernahm. Danach kann ich mir nur noch daran erinnern, wie ich hier auf dem Boden wach wurde. Ich habe die dunkle Macht besiegt, zumindest hoffe ich das. Wie kann das möglich sein? Warum wurde dein Verstand nicht übernommen? Und weshalb bist du hier, schickte ich mein Vater. Kapitän Dotterbart gab mir den Auftrag, hier nach einem Schatz zu suchen. Dein Vater kenne ich nicht. Dotterbart, dieser feige Kauz schickt dich, anstatt selbst zu suchen. Mein Name ist Prinz Shazad. Bin der Sohn vom König. Okay, der Prinz, wie bist du nur auf die Idee gekommen, allein hier hinzukommen? Dasselbe könnte ich dich fragen. Ja, pff. Quest, Geld, Schatz. Ich habe einfach nicht länger warten können und zusehen können, wie die Dunkelheit unsere schöne Insel verschlingt. Aber der ist ein Prinz, der kann doch eine Armee mitnehmen. Leider haben die königlichen Archäologen festgestellt, dass auch unsere Insel langsam zerbricht. Niemand hat eine Antwort, warum dies geschieht. Aber ich bin mir sicher, dass diese dunkle Macht damit zu tun hat. Du solltest mit meinem Vater sprechen. Er wird darauf brennen, dich zu sehen, wenn ich ihm von dir erzähle. Triff mich im königlichen Thronsaal. Wachen werden dich passieren lassen. Bist du dir da sicher? Gab's hier eine Truhe oder so? Weiß ich nicht. Nö, schauen wir nicht. Shazad! Ich weiß nicht mal, wie es da hingeht, zu dem königlichen Palast. Also wir sind wieder Richtung Stadt unterwegs jetzt. So, haben wir hier noch irgendwas? Ja. Schwaches Feuer machen. Davon haben wir einfach mal 1 Milliarde.